Die Firma Spürkel ist über das Ruhrgebiet hinaus bekannt als Händler, Werkstatt und so weiter für verschiedene Marken. Gehe später darauf ein. Aber warum heißt der Platz Premium-Stellplatz? Das Geheimnis lüften wir euch, weil er hat hier wirklich eine Oase vom Feinsten geschaffen. Hier hat ein Camper für Camper gedacht und vor allem auch gemacht. Wir kommen an. Das zeige ich euch jetzt als erstes. Gebt ihr die Adresse in euer Navi ein. Wir blenden sie natürlich wieder unten ein, aber ich kann sie auch ablesen. Die Hofstädter Straße 250 in Bochum. Dann werdet ihr automatisch an die richtige Stelle gelotst. Ihr kommt hier an. Der Stellplatz liegt in einer Sackgasse. Es sieht so aus, als wenn es hier laut wäre, weil hier der Betriebshof der Straßenbahnen ist, aber das ist ein Instandsetzungswerk und die Nacht, sage ich schon an der Stelle, war ultra ruhig, trotz der Wohnhäuser, trotz der Straßen drumherum, mega ruhig, du hörst hier nur Vogelgezirpel. Und das Schöne an dem Platz ist, dass natürlich hier nicht nur Wohnmobile vom Kastenwagen bis zum XXL-Mobil willkommen sind, nein, hier könnt ihr auch mit euren Wohnwagen anreisen. Es gibt verschiedene Preiskategorien für die entsprechende Länge eures Fahrzeuges, weil entsprechend die Plätze so auch parzelliert sind. Und das zeigen wir euch alles gleich, wenn wir zum Check-in kommen. Aber jetzt müssen wir ja erstmal auf den Platz und dafür müssen wir erstmal zur Schranke. Ihr kommt mit eurem Gefährt vorgefahren zur Schranke, fahrt etwas vor, so dass ihr hier an den CamperClean-Automaten gelangt, der nach Knopfdruck euch die CamperClean-Karte auswirft. Die braucht ihr, um aufs Gelände zu kommen und um euch Tür und Tor zu öffnen, um sie als Servicecard für Strom, Wasser und so weiter zu nutzen, aber alles gleich im Detail. Die Schranke öffnet sich. Erst Knöpfchen drücken natürlich nicht vergessen, Karte raus, Schranke hoch, dann fahrt ihr rein. Ihr fahrt durch bis zum Check-in, dort haltet ihr an und sucht euch euren Platz aus, weil hier ist es so, der Platz, der frei ist, muss nicht unbedingt frei sein, weil man kann hier so oft wie man möchte während der gebuchten Verweildauer das Gelände mit der Karte verlassen und auch wieder hineinfahren. Und das kann nämlich sein, dass ein Platz dann belegt ist, der auch frei aussieht. Von daher bucht erst den Platz. Am Terminal erfahrt ihr dann, ob er belegt oder frei ist. Erkläre ich aber gleich auch noch im Detail, wenn wir Platz planen und das Terminal zeigen. Also reinfahren und dann einmal hinten die zweite links bis zum Check-in-Gebäude, nicht zu verfehlen. An der bunten Wand mit ihren herrlichen Bildern sind die Stellplätze für die Kastenwagen. Also wenn ihr schon mal zum Check-in fahrt, Augen auf, wo euer Platz eures Gefallens ist. Die Plätze an der Kopfseite, wo jetzt momentan die geparkten Fahrzeuge noch vom Betreiber stehen. Der hat hier ein bisschen den Platz genutzt außerhalb der warmen Jahreszeit, um seine Fahrzeuge noch abzustellen. Die mittleren Plätze und hier vorne die Randplätze sind für die normalen Längen und dann gibt es noch in der hinteren Seite, die wir euch gleich zeigen, XXL-Plätze, die für große Liner genutzt werden können oder auch für Gespanne. Aber an der Tafel zeige ich euch das nochmal. Alfred, schwenkt mal rüber. Wir stehen auf einem normalen Platz. Von daher kann ich auch gleich was zur Platzbeschaffenheit sagen, bevor wir gleich zurücklaufen müssen. Der Fahrweg ist komplett gepflastert. Absolut eben. Es sieht ein bisschen hügelig aus, aber das liegt nur daran, dass der Mittelweg etwas erhöht ist. Wir haben keine Keile, wir haben keine Stützen draußen. Er ist in der Waage. Die Plätze haben alle keine Wasseransammlungen. Sie haben, wie nennt man das, Kunststoffrasengitter mit Rasen bepflanzt und verdichtet. So können wir doch hier zeigen. Haha, ich bin ja wieder schlau heute. Ja. Wir haben keinerlei Schmutz im Wohnmobil. Wir haben im Eingangsbereich Aufnehmer liegen auf den Trittstufen. Da ist nichts drauf, im Gegensatz zu
Einigen anderen Plätzen oder unfreiwilligen Touren im versunkenen Matsch. Ne? Denke da an Bundschoten. Von daher, die sind auch kleiner, also da hast du echt alles sauber. Tippitoppi. An den Plätzen habt ihr auch direkt durch die roten Pflasterung markiert eure Parzellenbreite und am Kopf entsprechend eure Platznummer, die ihr euch auch schon merken müsst, weil die brauchen wir zur Anmeldung. Und da gehen wir jetzt endlich hin, weil das habe ich euch ja versprochen. Kommt mit. Ihr kommt vom Platz auch zum Ausgangsbereich, dass ihr direkt an die Straße gelangt. Ihr müsst also nicht den ganzen Schnörkel von dem Bänderhammer hinten durch dieses verlassene kleine Industriegebiet laufen. Ihr könnt auch hier zu Fuß gehen. Von hier könnt ihr beim Händler reingehen. Es gibt aber hinten an der Seite auch noch eine Tür, die zu den Geschäftsöffnungszeiten offen sein sollte. Gestern Abend war sie zu, jetzt müsste sie gleich aufhaben. Testen wir. Der Platz an sich ist auch viel angelegt mit Grün. Hier vorne, so wie die Bauarbeiten aussehen, kommt noch irgendwas hin. Es sieht aus, als wenn doch ein Springbrunnen oder sowas noch hinkommen sollte. Können wir gerade aber nicht genau gucken, wie gesagt, weil hier die Fahrzeuge aus der Vermietung noch stehen. Ansonsten findet ihr auf dem Platz überall auch diese schönen Bänke. Schöne neue Holzbänke und mit wieder gut nach daran gedacht, einem gepflasterten Untergrund, sodass man sich auch bei diesem matschigen Wetter, das ist kein Holz, das ist Kunststoff, das heißt, die ist nicht mehr nass, weil das Holz sich nicht vollgesogen hat, euch auch bei dem Wetter schon mit einem Kaffee hier gemütlich hinsetzen könnt. Und die Bänke gibt es in ausreichender Zahl über den ganzen Platz verteilt. Ach ja, stimmt. Ich hatte euch ja den Check-in versprochen. Naja, bevor es gleich dunkel wird, gehen wir da jetzt aber endgültig hin. Und wenn mir noch wieder was einfällt, was ich euch zwischendurch ja wieder erzählen will, weil zu dem Platz muss ich natürlich noch einiges sagen, macht Alfred am besten die Kamera aus und zieht mich an den Haaren dahin. Na gut, dass sie ab sind. So, jetzt aber. Hier auch das bekannte Logo von der Firma Spürkel, mein Kumpel. Sieht man ja auch auf den Fahrzeugen seiner Mietflotte immer wieder. Wir sind jetzt am Lounge-Gebäude. Also das Sanitärgebäude zu nennen ist, wäre ein Fehler. Vorne, wie es sich gehört, weil drin Rauchen nicht erlaubt ist, ein Aschenbecher. Schon mal wieder top mitgedacht. Also ich habe hier an dem Platz bis jetzt so gut wie keinen Verbesserungsvorschlag. Am Zoo habe ich ja schon mal was zu bemängeln, aber ich habe noch nichts gefunden. Ich suche weiter. Dann haben wir hier vorne im überdachten Check-in-Bereich die Anmeldung, die ich euch gleich zeige, aber ich zeige euch erst einmal den Platzplan, weil wir ja bei der Platzwahl noch sind. Hier ist unser Plan. Ihr kommt an, bunte Wand mit den Kastenwagenstellplätzen. Hier haben wir noch einen kleinen Querplatz, wo auch nur ein Kastenwagen hinpasst, weil er nur 3,60 breit ist. Hier haben wir eine Breite von 3,20 an der bunten Wand und eine Länge von 6 Meter. Da haben wir 7,60 Meter. Und das ist auch toll. Da hat auch wieder einer genial mitgedacht. Wir haben hier die Länge und die Breiten der einzelnen Plätze stehen. Also wenn du bis jetzt noch nicht weißt, wo passe ich denn hin, weil es stockdunkel ist, wobei der Platz beleuchtet ist, wie ein kleines Fußballfeld, weil hier diese Sportplatzstrahle angebracht sind. Von daher kann man hier auch noch mal gucken. Und entsprechend haben wir aufgrund der Platzlänge hier auch ein Preissystem. Die blauen Plätze kosten 15 Euro. Hier auch nochmal mit der Beschreibung und der Bemaßung, damit ihr auch sicher seid, dass ihr den richtigen Platz gleich auswählt, weil ihr müsst beim Check-in die Farbe eures Platzes eingeben. Dann haben wir den gelben Bereich, ne, hier oben neben der Einfahrt und der mittlere Part für 17 Euro. Und die XXL-Plätze hier dann für 19 Euro. Normalerweise sind das auch noch XL-Plätze,
hier an der Kopfseite, wo momentan die Fahrzeuge des Betreibers stehen, und hier auch. In der Regel haben wir hier 51 Plätze, von denen momentan 1, 3, 4, 8 von Herrn Spörkel beschlagnahmt sind mit seiner Mietflotte. Aber wie ihr seht, wir haben Samstagmorgen, ist noch genügend frei. So, bevor ich das andere erzähle, was es hier alles noch gibt, Alfred verrät wieder alles, ne? Super. Ich wollte jetzt gleich mit der Waschmaschine aufrumpfen. Ja, dann mach doch. Jetzt wird sich angemeldet. Wir haben einen dreisprachigen Terminal. Hightech. Hightech heißt aber auch nur Kartenzahlung mit EC oder Kreditkarte. Ihr könnt hier nicht mit Bargeld zahlen. Also entsprechend Plastikgeld mitnehmen. Ihr wählt die Sprache, die ihr braucht, aus. Deutsch, Englisch, Niederländisch. Und dann geht's los. Möchte ich beim Check-in, ich komme ja gerade an, dann gehe ich auf Check-in. Die anderen zeige ich euch gleich. Dann, wo stehe ich? Okay, wir stehen auf der 33. Ich mache das jetzt mal mit Gelb. Dann muss ich meine Karte einschieben, die ich bei der Einfahrt erhalten habe. Das kann ich ja jetzt nicht, weil ich kein Guthaben draufladen, ne? Aber dann schiebe ich meine Karte hier in den Schlitz ein, ist auch nochmal da unten aufgeklebt. Und danach müsst ihr die Anmelde Formalitäten erledigen, indem ihr euren Namen, eure E-Mail-Adresse, eure Handynummer und euer Kennzeichen eingebt. Ihr werdet gefragt, ob ihr Guthaben auf die Karte laden wollt, für Strom, Wasser, alles, was es so gibt. Kassettenreinigung, Waschen, Duschen, also Waschmaschine waschen, alles auf die Karte. Und dann sagt er euch den Totalbetrag plus 5 Euro Pfand für die Karte, ob ihr die jetzt aufladet oder nicht. Danach folgt ihr dem Bezahlvorgang, der auf dem Terminal ausgewiesen wird, dass ihr eure EC-Karte auflegt. Und wenn die Zahlung erfolgt ist, erhaltet ihr eine Quittung und ein Ticket, das ihr sichtbar in eurem Wohnmobil aushängt. Auf diesem Ticket steht der WLAN-Code. Hier gibt es im Preis inklusive WLAN. Dann sind wir ja schon bei den Preisen. Das heißt, dass wir auch hier natürlich noch zuzahlen müssen für die Dusche mit 2 Euro. Trocknen und Wäsche waschen jeweils 4 Euro. Dann kommt der Strom mit der Kilowattstunde mit 75 Cent dazu. Der Liter, 100 Liter Wasser kostet 1 Euro. Die Nutzung des Camperclean zur Kassettenreinigung und Entleerung, eine andere Möglichkeit gibt es hier leider nicht, kostet dann nochmal 2 Euro. Also bitte nicht, weil ihr die 2 Euro sparen möchtet, die Kassette im WC entleeren oder im Grauwasserschacht. Das ist nicht im Sinne dessen, was hier gemacht werden soll. Das ist das einzige Manko, was ich sehe. Nicht jeder möchte vielleicht den Camperclean mit 2 Euro extra nutzen, sondern seine Kassette einfach so entleeren, weil er auch entsprechend Materialien zur Kassettenreinigung nutzt. Hätte man vielleicht noch eine einfache Entleerungsstation auf manuelle Art integrieren können. Aber ist nicht. Also werden wir die 2 Euro natürlich investieren, um die Kassette hier ordnungsgemäß zu entleeren. Ist natürlich bei einem längeren Aufenthalt, da du hier eine Verweildauer hast von, wir haben keine Verweildauer-Limit gefunden. Natürlich dann, wenn du alle 2 Tage oder auch im Sommer wegen Geruchsbelästigung deine Kassette täglich leeren möchtest, ein on the top. Okay, dann würde ich mal sagen, Abmeldung. Genau, wenn ihr euer Guthaben auf die Karte verbraucht habt, könnt ihr hier über das Terminal auch wieder die Karte nachladen und schiebt wieder eure Karte ein und tippt den Betrag, der aufgeladen werden soll. Möchtet ihr ausfahren, geht ihr wieder mit der Karte an euer Terminal, sagt Check aus Abreise, schiebt wieder eure Karte ein. Ihr werdet aufgefordert, wenn ihr ein Guthaben habt, eure EC-Karte wieder aufzulegen, um das noch bestehende Guthaben und das Kartenpfand zurückzubuchen. Die Karte erhaltet ihr zurück, weil wenn ihr ausfahrt, müsst ihr zum letzten Mal die Karte dann hinten am Checkout an der Schranke einwerfen. Sie wird dann einbehalten, aber sie ist euer Ausfahrticket. Heißt aber auch, mit dieser Karte könnt ihr über die ganze Zeit den Stellplatz verlassen
und wieder befahren. Sie ist eure Parzelle bleibt als belegt markiert. Wenn jemand sagt, ach, da steht keiner, die 40 sieht ja lustig aus, da möchte ich drauf, tschupp, sagt er, belegt. Der ist nun gerade nicht da. Also von daher, super System. Und was auch sehr gut ist, ist, wir haben hier das 24-Stunden-Prinzip. Wir kommen um 19 Uhr freitagsabends an, wollen 2 Tage bleiben. Wann dürfen wir abreisen? Wir dürfen Sonntag bis 18.59 Uhr stehen bleiben. Um 19 Uhr müssen wir dann weg sein. Also super, gerade am Wochenende für die, die noch arbeiten müssen freitags und durchs Ruhrgebiet sich quälen dürfen, ist das super. Nachteil ist, ihr könnt hier nicht reservieren. Es ist kein Platz vorher buchbar. Das ist das einzige Manko dann wieder. Aber das ist ja bei den meisten Stellplätzen nicht. Gehen wir mal ins Innere und dann werdet ihr sehen, dass ich euch nicht zu viel versprochen habe. Er legt die Karte hier gegen und schon öffnet sich die Tür. Wir kommen in den Eingangsbereich. Hier habt ihr verschiedene Informationen, zum Beispiel, dass eben auch bei Spürkel Gasservice angeboten wird zu Preisen, die unter unserem Baumarkt liegen. Alle Flaschen vorhanden. Es gibt hier einen Zubehörkatalog, also die Nachtlektüre ist gesichert. Den könnt ihr euch dann gerne mitnehmen und euch schon mal einlesen, was ihr vielleicht am nächsten Tag bei der Firma Spürkel noch kaufen möchtet. An der Stelle unbezahlte Werbung. Ich habe den Laden bis jetzt noch nicht betreten. Dann haben wir hier verschiedene Informationsmaterialien, Feuerlöscher, wie es sich gehört, einen Fluchtplan, falls es doch mal zu Unannehmlichkeiten kommen sollte. Und dann gehe ich mit euch jetzt einmal hier durchs Gebäude. Alles noch ganz, ganz neu. Der Platz, den gibt es, ist eröffnet worden September letzten Jahres. Und so riecht man das auch noch. Hier ist das Büro des Platzwarts, im Moment nicht besetzt. Dekoriert mit schönen Bildern rund um das Sehenswerte aus Bochum. Und dann kommen wir hier in die Lounge. Das ist der Fernsehraum. Wer vielleicht schon mal ein Clubtreffen gemacht hat oder mit mehreren gefahren ist, bekommt jetzt mit Sicherheit so die ein oder andere Idee, das mal vielleicht in den Eventplan mit aufzunehmen und hier sich mit einigen Mitcampern zu treffen. Aber das ist nicht alles. Jetzt kenne ich so viele Camper oder ich bin in einer Gruppe und möchte mich mit mehreren treffen. Dann habe ich hier noch einen, Fuß im Weg, einen Konferenzraum mit Beamer, mit Mikrofon, mit Schreibpult. Also Klimaanlage für die warmen Sommermonate. Alles da. Und wenn man dann hier vielleicht einen Workshop abhält rund um irgendeine Wohnmobiltechnik, kann man dann, ich bin ja jetzt schon wieder im Sommer, noch die Außenterrasse nutzen und mittags noch was auf den Grill legen, der da steht. Besser geht es nicht. Die Terrasse können wir aber gleich auch nochmal von draußen zeigen. Sie kann natürlich auch so genutzt werden, nicht nur in Kombination mit dem Konferenzraum. Aber habt ihr sowas schon mal auf dem Stellplatz gesehen? Wir nicht. Und wir waren jetzt schon auf vielen. Da haben wir euch bestimmt ein richtiges Bonbon ausgesucht. Da fällt mir ein, Bonbon. Danke, du hast ja ein Leckerchen verdient. Du hast uns ja auch ein Abo dagelassen. Wir freuen uns über jedes weitere Abo. Dein Nachbar hat noch kein Abo dagelassen? Na komm, drück auch auf das Knöpfchen. Lass uns auch ein Abo da. Folge uns auf Instagram und Facebook, dann weißt du immer, wo wir gerade sind und welches Video als nächstes kommt, weil wir ja meistens immer diese Woche filmen, was wir nächste Woche zeigen. In der alten Manier. Stellplatzvideo plus ein zweites Video für die Umgebung, was es drumherum noch alles zu sehen gibt. Von daher an der Stelle auch wieder vielen, vielen lieben Dank für die 1%, die wir jetzt an Abonnenten mehr haben, weil wir werden von 83% regelmäßig wiederkehrenden Nicht-Abonnenten gesehen. Da gehörst du doch nicht zu, oder?
Hier sind wir in Albrechtsreich. Spüle. Ich muss selber gucken. Waschmaschine und Wäschetrockner. Wieder zu bedienen für die E-Geräte mit der CleanCard. Und spülen könnt ihr ohne Karte. Von daher bin ich jetzt hier wieder neugierig. Da ist nichts drin. Also Spülmittel und so müsst ihr dann schon mitbringen. Ist aber natürlich auch selbstverständlich. Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir das Geschirr gespült. Jetzt müssen wir noch uns sauber bekommen. Hier eine Behindertentoilette. Riesengroß. Mit allem drum und dran. Also ein Behindertenbad, keine Toilette. Mit einer großen Duschgelegenheit. Die Dusche wieder mit der Campercard zu bedienen. Hier wird die Karte aufgelegt. Und entsprechend läuft dann euer 2 Euro Guthaben. Mit einem Toilettenaufsatz für diejenigen, die sich nicht setzen können. Toilettenstuhl da. Also wirklich alles perfekt. Und picobello sauber. Morgen. Morgen. Licht funktioniert über Bewegungsmelder. Super praktisch. Damen-WC-Dusche ist besetzt. Da wollen wir nicht stören. Und deshalb geht Alfred jetzt mit euch in die Herrenabteilung. Abmarsch! Herren-WC bzw. Dusche. Schauen wir zuerst das WC an. Das Motto fand ich auf. Ja. Hier haben wir 2 WCs. Ausreichend groß. Sehr schön eingerichtet. Ein Waschbecken mit Seifenspender und Handtuchhalter, der allerdings gewechselt werden müsste. Und 3 Pissoirs. Schauen wir uns mal die Duschen an. Jeder Umkleidebereich mit 2 Haken in einer Ablage. Hier wird das Wasser gestartet durch Auflegen der Karte bzw. sieht es aus, als muss man die da reinstecken. Eine Ablage in der Dusche ist auch nicht selbstverständlich. Und was ich ganz toll finde, noch einen zusätzlichen Vorhang, damit hier vorne nicht immer alles nass ist. Duschen haben wir hier 3 Stück. Und noch einen Waschbereich mit 3 Waschbecken, Seifenspender und Müllentsorgung. So, Betty hat euch ja versprochen, dass wir euch den Grillplatz hier draußen noch mal kurz zeigen. Stühle und Tische sind allerdings nicht hier. Die müsstet ihr da mitbringen. Aber das dürfte wohl das kleinste Problem sein. Und wo man das Grillrost bekommt, da werdet ihr wohl den Platzwart fragen müssen. Wenn ihr aus dem Empfangsgebäude herauskommt, habt ihr, wenn ihr rechts runter geht, die Abfallentsorgung und auf der anderen Seite die Grauwasserentsorgung, Frischwasser- und Chemietoilettenentleerung. Gehen wir erstmal zum Abfall. Auch hier wieder alles auf einer guten, geteerten Unterfläche. Und ihr könnt hier entsprechend euren Restmüll in den Containern entsorgen. Glas und Papier, Kunststoffe in die Tonnen. Alles relativ einfach, super sauber gepflegt. Und zu Öffnungszeiten des Händlers ist auch der Durchgang offen und ihr könnt hier stundenlang stöbern und euch die Wohnmobile oder die Ausstellung ansehen, wie auch das Zubehör. Also von da, ja. Wir haben hier eine große befahrbare Grauwasserentsorgung.
die ihr gut anfahren könnt, egal wie groß ihr seid. Einfach Ablauf, Ablauf. Ja. Das Ding öffnen und Wasser laufen lassen. So, ich habe es mit der Grauwasserentsorgung. So. Die Grauwasserentsorgung kann für Toiletten mit Zerhacker nicht genutzt werden, weil es da so ein Riffelblech drin gibt. Ansonsten gibt es kleinen Stau auf dem Blech. Wir haben daneben direkt die Camper Clean Station mit der entsprechenden Anleitung, wieder zu füttern mit gegen die Gebühr von 2 Euro mit eurer Camper Clean Card. Drückt auf Start und folgt entsprechend den Anweisungen. Es gibt Unterschiede, da müsst ihr aufpassen, welche Kassette ihr verwendet. Siehe da, Dometic ist mal wieder eine Ausnahme, wie auch in dem Preis für die Kassette. Wie wir ja am Dienstag bei Obeling feststellen durften. Wir haben eine 2-Kassette geholt und die war 70 Euro teurer, als wenn du eine Tretfort hast. Von daher folgen und entsprechend bekommt ihr eure Kassette wohlduftend frisch gereinigt wieder zurück, wenn die Klappe sich wieder öffnet. Dann haben wir daneben in entsprechender Entfernung die Frischwasserversorgung. Hier auch wieder zu bedienen mit der Campercard. Start-Stopp-Taste. Da steht noch was von Cashback. Keine Ahnung. Ich denke mal, wenn du nicht das volle Programm benutzt hast, wie 100 Liter, zum Beispiel bei uns hier nur 90 rein, dass du vielleicht an die 10 Cent wieder zurückgebucht hast. Vermute ich mal, dass pauschal 1 Euro abgebucht wird und das, was du vorher stoppst, wieder hochgeht in 10 Liter, 10 Cent, ne? Oh, ich habe frei, ich kann da nicht rechnen, ne? Ich will euch ja nicht sagen, dass ich bei uns die Löhne mache, ne? Oha. Den Strom habe ich vergessen. Ach so, ich habe noch mehr vergessen. Es sind Hunde hier erlaubt, die müsst ihr aber an der Leine führen. Und Hundezäune oder sonstige Begrenzungen eurer Parzelle sind verboten. Grillen ist in jeglicher Art auch verboten, außer wohl nach Nachfrage hinten auf dem Gorst. Aber ihr könnt hier in keiner Art und Weise, dürft ihr hier einen Grill aufstellen. Ob Gas, Elektro, Holzkohle, keine Ahnung, ist leider nicht erlaubt. Vielleicht ist es auch gestattet, hinten auf der Terrasse mit dem Gasgrill zu grillen, aber da muss man eben nachfragen. Ja, also da der Platzwart wohl eben erst reingegangen ist, als wir gerade hier gefilmt haben, hätten wir fragen können, aber er ist auch schon wieder weg. Wir haben kein Grillwetter. Vielleicht ändert sich bis zum Sommer ja auch noch was und dann darf man doch grillen. Also von daher erstmal No-Go. Da wir ja hier mitten in der Stadt sind, haben wir, wenn ihr, wo ihr reingefahren seid, hinausgeht und der Straße folgt, bis da, wo ihr abgebogen seid, das sind ein paar hundert Meter, haben wir direkt einen Lidl. Geht ihr weiter geradeaus, kommt in einem guten Kilometer ein Kaufland, ein Gartencenter, eine Waschstraße, arbeitet die Firma Spökel hat natürlich hier auch ihre Selbstwaschstraße für die Wohnmobile. Und ansonsten sind wir ja hier in der Stadt und das ein oder andere, was man benötigt, ist alles fußläufig zu erreichen. Es gibt Fahrradwege, es gibt Busse und alles in guter Nähe. Da müsst ihr aber mal auf Google gucken, weil wir haben es noch nicht ausprobiert, aber es ist da. Habe ich gestern im Dunkeln alles gesehen, aber wie gesagt, nähere Infos dann spätestens in dem anderen Video zu der Umgebung. Dann gehen wir noch zur Stromversorgung. Hier gibt es eine Mastersäule, wo ihr wieder füttert und der Rest zahlt ihr euch. Da ist er wieder. Genau, unser Engine Master. Wir haben hier die Mastersäule. Es sind die entsprechenden Platznummern hier hinterlegt. Die findet ihr auch noch mal an den Stellplätzen und den entsprechenden Steckdosen an euren Stellplätzen. Hier drüber wird dann entsprechend die Camper Clean Card, entsprechend vorgehalten. Ihr bucht auf, wie viel ihr haben wollt, steckt den Stecker bei euch ein. Die Stecker, die hier sind, sind für die beiden Parzellen rechts und jeweils links neben uns. Die anderen haben an ihren Plätzen, wählt aus und unterirdisch kommt der Strom dann bei euch da hinten an eurer Steckdose an. Gut, ne? Ist die beklappt. Ja, was soll ich sagen? Haben wir alles gezeigt?
Die Firma Spürkel gibt es seit 65 Jahren. Camper wissen on the top. Daher hier wirklich Fazit: Premium ist Premium. Hier ist alles top. Hier ist wirklich alles durchdacht. Wie gesagt, mein Kritikpunkt ist nur der Camper Clean. Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Andere wünschen sich ihn. Andere hätten es lieber einfacher. Ansonsten für einen Stellplatz zu diesen Preisen mit der Ausstattung mitten in der Stadt. Hier heißt es nicht nur Glück auf, hier heißt es auch Glück gehabt. Wir haben für die Stadt Bochum hier einen schönen Stellplatz. Mitten in der Stadt, super ruhig, eine Oase für sich mit wirklich allen Raffinessen, die wir uns wünschen und denken. Und Bochum bietet natürlich viel an Unternehmungen. Es gibt auch Radwegenetze. Wir haben hier den Erzbahnradweg, wir haben das Planetarium, den Starlight Express, den Stadtpark und viele andere Sachen. Ja, auch irgendwas mit Fußball war hier irgendwie. Wie hieß das? Irgendwie so. Also von daher könnt ihr hier wirklich gut stehen. Seid von hier aus mit dem Öffentlichen oder mit dem Rad schnell an den gewünschten Ortschaften, wo ihr hin wollt. Von daher wieder von uns einen Daumen hoch. Und den anderen gibt es noch dazu. Oh, sogar drei. Das sind dann 5 Sterne mit Sondersternchen. Wir sagen wieder danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mal hier wart, schreibt uns in den Kommentaren, wie es euch hier gefallen hat. Schreibt auch sonst in den Kommentaren, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Wenn euch das Video gefallen hat oder auch wenn es euch nicht gefallen hat. Wir können nur so uns verbessern und euch weiterhin gute Videos liefern. Ich sage wieder danke und tschüss. Ciao.